Das Thema des Vortrages: Planung und Gestaltung im kleinen Naturgarten. Viel Vergnügen. Danke. Herzlichen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Jetzt ist 7:07, also ich werde mich wirklich bemühen, Zeit einzuhalten. Ich werde oft gefragt, also am Telefon, Kundenkontakt, ja wissen Sie, ich habe nur einen ganz, ganz kleinen Garten, kommen Sie dann auch? So ein etwas Fragezeichen. Aber Standardantwort meinerseits, sicher komme ich, wenn der Garten sehr klein ist, erfordert er besondere Aufmerksamkeit. Es ist richtig, es hat ja mit Reduktion zu tun, sich auf das Wesentliche besinnen. Ich kann in einem großen Park, kann ich all meinen Wünschen nachleben. Im kleinen Garten geht das nicht. Also beginnen wir doch sozusagen ganz unten, um mit Gründergras zu sprechen. Also dieses Mikrogärtchen können Sie sich in einer Schale auf den Briefkasten stellen. Extrem trockenheitsverträglich, ist in einer Granitkuhle ca. 3 cm Humus. Mit weißem Mauerpfeffer, spinnmäbigem Hauswurz und großem Hauswurz. Bedarf keiner Pflege, also es ist ein richtig schönes Starter-Kit, einfach einmal auf den Briefkasten gestellt. Darf man sich das getrost selbst überlassen. Keine Schnecken dran, oder? Also blüht schön, wunderbar. Ja, es sind dann so diese kleinen Ecken, also die eben so im Garten entstehen und die, ja, wenn ich sie dann wiedersehe, ist das so nach 5 Jahren etwas eingewachsen. Campanula cochlearifolia, also die niedliche Glockenblume, die ist ja wirklich niedlich, treibt da ihr Wesen oder Unwesen. Wintergrün ist wichtig, man sieht das am Polystichum, wie heißt der, borstige Schildfarn, und Asplenium und Helleborus. Das eigentlich gefällt mir so als Kleingartenbild an einer schattigen Ecke. Rechts oben Artemisia absinthum, die habe ich nicht gepflanzt, sieht aber wunderschön aus, farblich passt die perfekt, die kommt aber 5 Meter entfernt um das sonnige Eck rum, hat sich die selbst versammelt. Das wird so nicht bleiben, also wenn ich die nicht im Zaum halte, wird die niedliche Glockenblume nicht mehr so niedlich aussehen im nächsten Jahr. Aber das sind alles diese Dynamikfragen. Ja, ich habe mich dann, als das Thema kam, mal ein bisschen umgeschaut, habe mal eine Straße genommen in Basel, Quartierstraße, geguckt, so kleine Gärten, eben üblicherweise der Radabstellplatz, Briefkasten, ja, und Baum. Und eben, wie Sie ja wissen, Bäume können rasch zu groß werden für den Vorgarten. Das hat dann meist weniger oder vor allem unschönere Schnipselaktionen zur Folge. Gut, gibt es Picea armorica, oder? Ja, wunderbar, das ist der ideale Kleingartenbaum, oder? Die braucht nicht mal gestutzt zu werden, aber geht nicht für unseren Naturgarten. Wenn Sie in Bosnien Gärten planen, sehr gerne, können Sie Picea. Vermutlich geht es ja auch in Holland nicht mehr, weil das unschöne Erinnerungen an Srebrenica wecken würde. Die ist in einem ganz kleinen Verbreitungsgebiet in Bosnien in der Nähe zu Hause. Aber farblich sind, also die blauen Kehrichtsäcke, die machen schon den halben Garten aus. Aber am Dienstag sind die wieder weg, also darum müssen wir schauen, was gibt es sonst noch so. Ja, da herrscht viel Dynamik, sogar göttliche Dynamik. Wenn Sie sehen, so den kleinen, herzigen Götterbaum im Hintergrund, auch der wird bald die Stube gut beschatten. Oder wenn es mit den Gehölzen nicht so geht, dann gibt es Wunderblumen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Mirabilis Jalapa aus Mexiko, warm genug also für den Sommerflor, also jeden Morgen neue Blüten, ist auch nicht unbedingt nachhaltig. Und dann dieses schöne, ruhige Bild, oder? Also da, diese zwei Grün, wie die miteinander harmonieren, oder? Doch, überzeugt. Ja. Die ganze Diversität, oder? Also die Briefkästen, den haltenden Rahmen zusammen mit den schön assortiert, mit dem Treppengeländer, auch hier wieder die blauen Plastiksäcke. Eben, wie gesagt, am Dienstag ist das alles wieder weg. Ja. Also diese Willkommenskultur kann man sich kaum verschließen, oder? Farbig bunt. Also jahreszeitgerecht, oder? Also einfach, ist alles da, oder? Sind sie nicht allzu niedlich? Und ja, aber eben hat eben vielleicht doch, also jetzt einen kurzen Zeitraffer, 12. September 2018, Matthäusstraße in Kleinbasel, kleine Gärten, also Kleinbasel ist die rechtsrheinische, die deutsche Seite von Basel, eben das, um 7.30 Uhr hat das so ausgesehen, also hübsche Berberitze. Ja, dann wird geflucht und gestöhnt und geschnitten. Mit meinen treuen Helfern. Und eine Stunde später sieht dann das so aus. Man sieht, es ist tatsächlich Berberitze, das Gelbholz.
Ja, und 3 Stunden später, kurz vor dem Mittagessen, sind zum ersten Mal die Sträuchlein gepflanzt und man sieht, was der Garten überhaupt platzmäßig so hergibt. Wir haben diese hübschen Kellerabgänge, ich werde noch darauf zurückkommen. Und 14.30 Uhr ist die Arbeit getan und ein Gärtchen ist entstanden. Interessant war die Reaktion des Publikums. Also das habe ich unterschätzt, wie stark die Leute in der Stadt auf kleinste Gärten und ihre Veränderungen eingehen. Zuerst hieß es, ja, macht ihr Moment, ihr nehmt das schöne Grün weg, macht ihr jetzt sicher auch so einen Schottergarten. Ich gesagt, kommen Sie in 3 Stunden wieder, Sie werden sehen. Und in der Phase haben die, ach, das ist ja wunderschön und also erstaunlich viel positive Reaktionen. Ja. Das ist so die andere Seite, frisch geputzt ist auch schon. Also, und da ist dann wirklich Mini, oder? Also auch hier braucht es einen Radabstellplatz, das Kellergitter und gerade in diese Lücke, oder? Also hier passen auch noch 3 Pflänzchen rein, die rundblättrige Glockenblume hinten, dann haben wir den Berglauch in der Mitte und vorne noch eine kleine Potentilla. Also müsste man jetzt im nächsten Frühling gucken, wenn die dann zum ersten Mal blühen. Ja, dann wechseln wir auf die Grossbasler Seite. Da haben die Leute, sie haben 4 muntere Kinder, also die wollen in ihrem Vorgarten möglichst einen Spielplatz. Dann haben sie etwa 6 Räder, sind begeisterte Radler, gedeckter Radparkplatz und noch hübscher Blumenschmuck. Ja, das hat mir mal. Eben, manchmal ist man offen für alle Ideen, aber es geht noch nicht so richtig, oder? Also eine mittelprächtig halb schlaflose Nacht und am Morgen kam dann diese Idee. Also, das ist der, also hinten ist die Spielburg für die Kinder, die ist jetzt also im Kleinkinderalter, eben können die auf diesen Sandstein hier, also darum habe ich hier Quarzsandstein verwendet, können die auf diesen Blöcken rumturnen und später, das ist jetzt so langsam der Fall, ist das nicht mehr so attraktiv, dann wird es zum Pflanzenstandort. Die Räder sind geschützt unter dem Dach und oben, das ist genau die Höhe ihrer hübschen Wohnstube innen drin, haben sie jetzt eine hübsche Magerwiesen, Trockenrasen. Es braucht einfach mindestens 15 cm Humus, aber das haben wir vom Spengler so anfertigen lassen und die haben jetzt einen Anblick eben auf diese 5 Jahre später, auf diese Wiese und da fühlt sich beispielsweise die Goldschopf Aster, der letzte Blüher im naturnahen Trockengarten, Aster Lynasyris, fühlt sich hier besonders wohl. Also das war die Lösung für diesen Kleingarten. Ja, kann man auch nicht in allem. Das ist noch das Seitengärtchen, neben das haben wir ein bisschen bepflanzt. Durchgesetzt hat sich nach 5 Jahren der liebenswerte kleine Kobold Geranium sanguinium, also der blutrote Storchenschnabel, der heißt nicht wegen der Blütenfarbe so, sondern wegen den herbstlichen Blättern. Wunderbar, diese Halbkugeln, eben die fast die ganze Vegetationsperiode hübsch sind. Ja, der Johannes Buri lebt in der Ostschweiz in einem alten Bauernhaus. Und auch das ist ein Kleingarten, ist nur etwa 1,20 Meter breit, oder? Und ihr seht, alles Blühende ist da drin. Aber der Johannes ist ein Gaukler, wenn man genauer hinschaut, sieht nämlich, wird dieser Garten täglich ausgewechselt. Er ist in Töpfen drin und was gerade blüht, hier Seifenkraut und Hibericum, das wird einfach ausgetauscht. Okay, also verlassen wir die Töpfe, aber eben, es geht auch sehr, sehr mobil, oder? Aber sieht gut aus, also zugegeben. Ja, kleiner Schattengarten, also das ist unser Gemeindehaus im Dorf, eben der Architekt wollte da eine geschnittene Berberis, also einfach Trommel. Hier geht es darum, weil auch hier viel Druck ist von den Leuten, die da rumstehen und Zigaretten rauchen, es muss im Winter grün sein. Wiederum Polystichum, Aculeatum und Luzzola sylvatica, die erfüllen das. Und hinten Lunaria rediviva, das sieht im Winter jetzt am schönsten aus, wenn diese silberweißen Fruchtstände leuchten, wenn von innen her Licht nach draußen fällt. Also der Winteraspekt ist fast der interessanteste. Also es gibt auch Kleingartenlösungen für schattige Räume. Welche? Die weiße, die einheimische, ausdauernde Verwandte vom Silberling, das ist die Mondviole, Lunaria rediviva. Mondviole, welch schöner Name, sie blüht nämlich wild nur in Schluchten, wo die Sonne nie hinscheint, bloß der Mond. Und violfarbene, duftende Blüten, was will man mehr? Manchmal sind auch deutsche Namen, eben wie Lerchensporn, sind glücklich, andere hinterlassen schalere Nachgeschmacke. Es gibt aber auch
für mich sind immer Vorbilder in der Natur wichtig, eben so dieses sonnige Band mit Veronica Teucrium und Salvia pratensis und sogar sehr seltenen Pflanzen drin, kann man durchaus nachbauen. Es sind ja diese Hausecken, diese unschönen 90-Grad-Geschichten, also das Felsengebirge des Hauses geht nahtlos ins Flachland über, oder? Also eben, das ist frisch gepflanzt, also hier ein trockensonniger Ecken am selben Haus. Ein paar Meter weiter ist es dann eben schattig kühl. Zugegeben, der Fächerahorn, der japanische, liefert eine hübsche Herbstfarbe im Untergrund. Aber es sieht auch sonst ganz nett aus mit den heimischen Pflanzen. Ja, oder kann mit Steinen verstärkt werden. Auch hier wieder eine vollsonnig trockene Hausecke. Es geht auch darum, also das zu verzahnen. Also rechts vorne ist so ein trockener Steingarten im Jura mit Kalksteinen. Und dieses um die Ecke rumzuziehen, also das schafft Verbindung. Oder hier ist dann die Einfahrt zu einem Parkplatz. Also mehr als 50 cm liegt nicht drin, aber es gibt veritable Kleingärten. Auch da wäre schön jetzt, das war erst letztes Jahr, also von diesem Jahr und in 5 Jahren dann wieder ein Bild zu haben, wie sich das auch auf diesem schmalen Raum entwickeln kann. Als Strauch ideal eignet sich die Felsenbirne, Amelanchier ovalis, wegen ihrem straff aufrechten Wuchs und ihrer fast unendlichen trockener Verträglichkeit. Die andere Seite, das ist dann auch wieder nur ein schmaler Streifen zur Wiese des Bauern. Die ist etwas humoser und entsprechend üppiger. Hier gerade in Vollblüte das Ochsenauge, Buphthalmum salicifolium. Ich habe nie herausgefunden, ob Ochsen tatsächlich so gelbe Augen haben. Naja, lassen wir das. Schmale Streifchen als Wegeinfassung, extrem wichtig. Auch hier wieder eine Wiese und ein öffentlicher Weg. Und der wechselt über, also mit etwa einem Dutzend verschiedenen Stauden hier im Blütenaspekt Centaurea montana und Salvia pratensis. Aber unglaublich wichtig, diese 50 cm auch zu nutzen als Wegeinfassung. Oder ein anderes Vorgärtchen an einem historischen Gebäude im Kanton Glarus, ebenfalls sehr trocken. Das ist, hier habe ich dann den grauen Alpenkalk verwendet, also eben die Steine, die wirklich dahin gehören. Kartäusernelke ist schön am Blühen. Vorgärtchen sind immer spannend, was passiert, auch in der Dynamik, eben wenn also in einer Reihe gleicher Vorgärtchen, wenn man irgendwo Hand anlegt. Hier ging es vor allem auch darum, dass die kleinen Kinder nicht gleich auf die Straße rausrennen, also der Eingang mündet sozusagen, zuerst werden sie mal gebremst. Sie können auch eben da rumklettern, es wird gespielt und es bleibt immer irgendwo Nischen, die auch bei Kinderspiel eben durchaus schon den Pflanzen vorbehalten sind. Wenn die Kinder dann größer werden, dann können die Pflanzen den Raum übernehmen. Auf der Hinterseite, eben, wir sind aus diesen Betonquadrätchen ausgebrochen, oder? War legal, mussten natürlich zuerst erkundigen, ob das überhaupt geht. Oder? Spannend ist dann, was passiert, das sieht man hier, also schon 6 Stunden, nachdem wir das gemacht haben, standen die ersten Kübel draußen und 3 Tage später war das Ganze möbliert, oder? Also es hat einen regelrechten, bei den anderen Leuten einen regelrechten Entwicklungsschub. Man hat das Gefühl, sie haben nur gewartet, bis jemand den ersten Schritt macht. Also man sieht, kleine Erdhügelchen schaffen hier Kleinstgärtchen, Kleinstbiotope oder eben dieses kleine, die 2 kleinen frechen Hügelchen, oder? Also die eben aus dieser Achse, der Architekt hätte wahrscheinlich seine helle Unfreude dran. Hab ich nicht nachgefragt. Ja, das ist dann das Kompakt-Mini-Modell. Das war für die Natura eine Ausstellung. Kanton Basel-Land hat über naturnahe Gärten eine Broschüre rausgegeben und ich durfte dieses kleine Hügelchen bauen. Also das heißt, es war im Februar. Wie kriegt man blühende Pflanzen? Also die haben wir schon etwas vorgezogen, damit dann eben Helleborus und Veilchen und so auch wirklich blühten. Aber ich kann es Ihnen verraten, wegen der Deckenlast der Ausstellung ist Ihnen ein Styroporklotz, oder? Also das ist alles nur. Weil sonst wäre es zu schwer geworden. Aber es war spannend zu gucken an der Ausstellung, wie Leute ruckartig, die eigentlich an diesem Stand gar nichts wollten, ruckartig stehen geblieben sind und sich das einfach angeguckt haben. Also diese spontane Reaktion, die fand ich schon sehr spannend, einfach weil sie irgendwas angesprochen hatte.
Das ist ein größerer Garten, kein Kleingarten. Aus dem möchte ich jetzt einfach einzelne Details, die eben wieder Kleingartenlösungen sind. Es ist eine Alterswohngenossenschaft, die von mir aus gesehen viel der Geborgenheit, eben die anfangs zitiert wurde, ausstrahlt. Das sind eben beispielsweise Eingangssituationen. Eben, das sind ja oft nur so schmale Streifen. Also wie kann ich die ansprechend gestalten, dass ich mich eben willkommen fühle, dass ich zu Hause ankomme. Hier ging es darum, diese lange Flucht dieses öffentlichen Weges, die etwas zu gestalten. Also das haben wir so mit den halbrunden Buchten haben wir das gemacht und kleinen Trockenmäuchern, ansonsten aber eher halbschattig. Ja, genau, die Frage habe ich erwartet. Das gleich vorwegzunehmen, ist nicht einheimisch. Ist afrikanisch oder so. Camassia quamascha aus Nordamerika ist eine Zwiebel, also ein Frühblüher, der sich ideal, eben wie man sieht, mit heimischen Stauden kombinieren lässt, nachher wieder einzieht. Oder? Aber dieser Blauklatscher ist schon ganz hübsch. Das hingegen ist schwer einheimisch und sehr zu empfehlen. Das ist der Spätsommeraspekt von Salvia glutinosa, der klebrigen Salbei. Bei Hummeln sehr beliebt, also mit aromatischen Blättern und Stängeln, darum heißt sie klebrige Salbei. Blüht oft bis in Dezember hinein, ab September, also dieses letzten Dezember, voll in den Dezember hinein geblüht. Also sehr dankbar. Auch hier wieder, hier also mit Kombination Steine und Pflanzen, also auch diesen 90-Grad-Winkel brechen und diesen kleinen Streifen eben einen Versuch, einen Willkommensgruß daraus zu machen. Hier ganz bewusst im Eingangsbereich mit viel Luzzola sylvatica, damit es eben auch im Winter schön grün ist, müsste man jetzt noch ein Winterbild dazu schieben. Und man sieht, wie schmal das sein kann. Also dann Helleborus fetidus, die stinkende Nieswurz, die ich sehr gerne verwende, eben auch wegen ihrem attraktiv wintergrünen Laub. Also oft braucht es nicht viel Platz, um eben solche Streifen zu schaffen. Sträucher dürfen nur niedrig sein. Ich komme noch mit ein paar Kleinsträuchern, die dafür geeignet sind, weil die Leute eher schon Angst hatten, zu wenig Licht zu haben in den Erdgeschosswohnungen. Also die Sträucher müssen hier sehr Maß halten. Wieder ein Blick auf die andere Seite. Hirschzunge ist da natürlich auch sehr dankbar. Phyllites scolopendrium, zumal sie in der Schlucht nur einen Kilometer weg ohnehin wild vorkommt in Jura. Ja. Ich habe gerade eine Frage bei den Fotos. Muss der Teer dann in den Bereichen abgetragen werden? Oder wird der wurde gar nicht der wurde gar nicht aufgetragen. Also in dem Fall, man sieht es knapp, haben wir wirklich ein Kordenstahlband als Begrenzung eingesetzt und hinten wurde gar nie geteert, also nur der Weg geteert. Ja. Sonst könnte man als andere Lösung einfach auf den Teer draufbauen, hätte natürlich die fehlende Durchlässig. Also wenn das schon geteert gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich mit dem Presslufthammer aufgebrochen, damit es durchlässig wird und dann die Trockenmauer drauf aufgebaut. Also als Füllung für Trockenmauer verwende ich meistens Kalksplitt, also der gebrochene Kalkfels, weil der ideal ist für diese Pflanzen. Fast kein Humus. Aber das sind andere Geschichten. Auch Aruncus dioicus, der Geißbart, wunderschöne Solitärwirkung, nicht nur wenn er blüht, sondern auch mit seinem frischgrün gefiederten Laub. Also, und daneben blühend Adenosteles glabra, der kahle Alpendost. Das ist eine Form, die auch im Tiefland sehr gut gereiht, während der große graue Alpendost eben bei uns nicht gartentauglich ist. Ja, auch hier wieder die Gliederung dieser großen Fassaden in Einzel oder hier vorne ist ein Kräuterbeet, also möglichst dieselben Materialien eben gestaffelt verwenden. Der gebrochene Sprit zum Fels, also aus demselben Steinbruch, dasselbe Material. Das ist für mich auch die Korrespondenz in dem Fall vom Holz mit dem Stein. Also die grauen wahrscheinlich etwa gleichzeitig. Also wird spannend zu sehen über die nächsten Jahre. Also die Vergrauung findet bei beiden statt. Also wie bei uns ja auch. Kellertreppen, das sind ja immer so unschöne Orte, also wo die Energie so richtig wegfließt nach unten. Also ein einfaches Rezept ist, etwas vor diese parallelen Treppenabgang zu stellen, damit ich nicht das Gefühl habe, die Energie eben die saust einfach so rechts nach unten. Also ich kann da einfach ein Pflanzenbeetchen, eben auch wenn es sehr wenig Platz hat, also 20, 30 Zentimeter, stehen zumeist zur Verfügung. Hier mit Corydalis lutea und mit Erika für den immergrünen Aspekt, also Erika carnea.
Das ist ein großer Treppenabgang, Radkeller, und der ist jetzt eben etwas größer vorgebaut und man sieht, also die ganze Wirkung ist kaum mehr wahrnehmbar, also dass dahinter eine Treppe liegt und gleichzeitig habe ich eben den Hangfuß geschaffen, also für diese große Fassade, die ist meiner Meinung nach gut gegliedert und im Sommer eben auch durch die, also das Laub ist das Geländer auch gut gegliedert. Schattig, lehmige Flächen, eben da Geum Rivale, das ist eigentlich so mein Favorit, also einfach, wenn sie blüht schön und mit ihrem frischgrünen Laub und 6-7 Monate frischgrün, bedeckt sehr schnell den offenen Boden, hier in Korrespondenz mit dem braunen Storchenschnabel, Geranium feum, eine eher montane Art, und hinten Silene dioica. Das Blau, über das Blau haben wir schon gesprochen. Ein anderer Aspekt, auch von einem halbschattigen, luftfeuchten Standort, wo Geum und Silene eben optimal gedeihen können. Also kleine Flächen, nur wenige Quadratmeter. Ja, und oft gilt es eben, diese Nischen zu nutzen und zu gucken, was für Potenziale, manchmal ergeben sich ganz unerwartete Potenziale an Orten, wo man sie eigentlich nicht vermuten würde. Oder? Das ist ja, also es geht nicht darum, die Nadel im Heuhaufen zu suchen, aber trotzdem, also zu gucken, was denn so möglich ist. Das finde ich eine spannende Geschichte, da war so ein ziemlich hässliches Schwimmbad und das war leicht erhöht, also sozusagen das Schwimmbad vor der, also Feldherrenhügel, Schwimmbad in erhöhter Lage auf der Kuppe, also optisch der Supergau, oder? Also das Schwimmbad wollten die Leute, weil das, die sind da jeden Morgen am Jahr aus, Jahr ein um 7 Uhr am Sport schwimmen, also Schwimmbad musste bleiben. Wie kann ich das sozusagen in die Umgebung integrieren, indem ich diese erhöhte Lage randlich leicht erhöhe und das somit ist auch wieder eine Gegend mit Sandsteinen, mit Sandsteinblöcken einfasse und auch da 50, 60 Zentimeter Mikrogärtchen, oder? Vollsonnig am Schwimmbadrand. Aber die Wirkung ist ganz anders. Das Schwimmbad ist jetzt nicht mehr erhöht, sondern das wie ein Wasserbecken ja eigentlich sein sollte, ist leicht, wirkt leicht eingesenkt in die Umgebung. Ja, Kinderspielplätze, auch da, also auf der rechten Seite würde man jetzt Holzhäuschen und all das sehen, da hat es schon genügend tolle Vorträge gegeben, muss ich nicht, aber einfach Wasserpumpe, kleiner Bach. Auch hier wieder, es gibt Blumeninseln, werden respektiert von den Kindern, wenn die Sprintachsen respektiert werden, der Kinder. Also da, wo gesprintet wird, auf den Gratlagen darf ich nichts pflanzen, aber dazwischen kann sich Campanula agglomerata, die Knäuelglockenblume, durchaus wohlfühlen. Ja. Und wie man sieht, es wird bespielt. Ja. Oh, ist gut, das Bild ist so nahe an der Grenze vom Persönlichkeitsschutz, aber was da gespielt wird. So. Gehölze. Also eben, wir haben Piceo morica gesehen als ideale Kleingartenbaum, eben aber mit eben nicht so ganz einheimisch. Feldahorn beispielsweise ist einer dieser kleinkronigen Bäume, hier sehr eindrücklich im städtischen Raum, Azer campestre, die sich eben durchaus eignen können, selbst auf sehr, sehr beschränktem Raum. Zeit liege ich noch gut drin, ja, schön. Amelanchier habe ich schon gezeigt an der Hausmauer, hier vollblühend am Wildstandort, eben durch seinen straff aufrechten Wuchs, ideal für vollsonnige, volltrockene Kleinststandorte. Pflanze ich gerne zusammen mit der Strauchkronmücke Hypocrepis emerus mit diesen hübsch gefiederten Blättchen und einer sattgelben Blüte, die im Herbst zuverlässig, wenn auch schwächer, nochmals nachblüht. Auch die ist zumindest zu Beginn straff aufrecht, manchmal später etwas überhängend. Notfalls, wenn der Platz sehr beschränkt ist, muss man sie etwas zusammenbinden. Strauchkronmücke. Hypocrepis emerus. Finden Sie im Text, sind so ein paar Beispiele drin, also müssen sich gar keine Mühe geben mit Aufschreiben. Oder verschiedene Rosen. Ich weiß, Reinhard hat mich zum ersten Mal auf die Schönheit von Junzils Rose, Rosa Junzilli, und eben die habe ich dann sehr sonnenexponiert gepflanzt und die ist einfach tausende von Blüten. Also eine, der ziemlich kompakt und ziemlich dornig, aber eben so 1,5 Meter, maximal 2 Meter hoch. Also eine kompakte Rose, aber eben dornig ist sie. Und,
Das war Rosa Juntzilli, Juntzilsrose. Also wenn Sie sich für Gehölze interessieren, draußen gibt es ein schönes Buch, Esche, Espe oder Erle, die Enzyklopädie der aller einheimischen Wildgehölze, können Sie sich draußen gerne anschauen. Ende des Werbeblocks. Gibt's verschiedene schöne Kleinginster, die natürlich ideal sind für Kleingärtchen. Also Bayern ist ja nicht so weit weg, die haben ihren persönlichen Ginster, den Regensburger Ginster, Chemazytisus ratisponensis, wie das lateinisiert heißt, die Stadt Regensburg. Oder der österreichische Ginster sieht ganz ähnlich aus, mit diesen hübsch rot überlaufenden Blütchen. Oder mein Favorit ist eigentlich der deutsche Namen. Manchmal sind sie weniger der schwarz werdende Geißklee, eben sind sie weniger glücklich. Also so, irgendein Botaniker hat das Ding gepresst und das wird offenbar schwarz im Herbar. Also, wie wäre es dann mit Van Gogh-gelber Prachtsgeißklee, oder? Also, würde dem doch etwas näher kommen, also mit diesen wunderbaren, vielblütigen, satten Blütenrispen und kleinem dreiteiligem Raum, Laub, also so ein Solitärchen wird einen Meter hoch, oder? Wunderbar. Trocken, vollsonnig. Und dann gibt es natürlich die ideale Kleingartenrose, Rosa Pendulina. Die heißt so, weil die Früchte hängen wie Fläschchen, fast keine Dornen und überreich blühend im vollen Schatten und in der vollen Sonne, weil es ist eine Art montane Bergwälder, die blüht also auch im vollen Schatten. Und fast keine Dornen, also wenn ich irgendwo an einem schmalen Weg da durch muss, bin ich sehr froh, wenn ich nicht eben wie an Rosa Juntzilli jedes Mal hängen bleibe und ein neues T-Shirt kaufen muss danach. Kann ich mir auf die Dauer auch nicht leisten. Also darum Rosa Pendulina, die Alpenhagerose. Dann gibt es verschiedene für den Schatten, Kleinsträucher für den Schatten. Die sind doch ziemlich begrenzt, aber es gibt ein paar, da wäre allem voran wunderschön mit diesem kleinen Laub, ist fast nur Daumennagel groß, Ribes Alpinum. Hört sich jetzt furchtbar alpin an, was die nächsten paar Arten, aber Ribes Alpinum kommt durchaus auch in tieferen Lagen, in Mittelgebirgen ist sie zu finden, wie feuchtschattiger, desto besser. Man kann die Beeren essen, aber sie sind etwas fade, aber das Laub ist deutlich das allerkleinste aller Johannisbeeren, also eben ideal für Kleinstgärtchen im Schatten. Zwei wunderschöne Heckenkirschen, Loniceras, man sieht die Doppelbeeren, die ja so typisch sind für die Gattung Lonicera. Das ist Lonicera alpigena, auch diese Art, eben die Alpenheckenkirsche, auch diese Art ist im Mittelgebirge durchaus zu finden, hat rosa, braun, überlaufende Blüten und satt rote, glänzende, große Beeren. Oder fast noch kompakter, auch viel kleiner, mit seinem hellgrünen Laub und schönen schwarzen Beeren ist dann die schwarze Heckenkirsche, Lonicera nigra, auch sehr zu empfehlen für den schattigen Kleingarten. Ja, Stauden, da gibt es natürlich ein paar Solitärs, die ich genauso an Ecken, Mauerecken, wie ich sie vorher gezeigt habe, in voller Sonne, braucht 7 Jahre, bis sie zum ersten Mal blüht, aber dann, jahrzehntelang geht die Post ab, Laserpicium silare, das Berglaserkraut, wunderbar aromatischer Doldenbrütler, also diese Dolden haben etwa diesen Durchmesser, werden entsprechend von Insekten besucht, muss zuerst eine tiefe Pfahlwurzel bilden und wenn sie dann das mal gemacht hat, dann geht es ab in die Höhe. Wunderschön, auch im Winterzustand, eben, wenn ich diese Dolden einfach nicht zurückschneide, sondern stehen lasse, so eine Dolde im Raureif. Können Sie sich selbst ausmalen, wie schön das ist. Dann sind die Wintergrünen eben sehr wichtig. Je kleiner der Garten ist, desto wichtiger ist es, dass ich eben irgendwo was Wintergrünes im Vorgärtchen habe, eben dass es nicht nur einfach braun ist. Eben, ich habe sie schon gezeigt, Luzula sylvatica, hier eben als Stacksäurezeiger in einem sauren Buchenwald. Im Garten ist sie lustigerweise überhaupt nicht säurebedürftig, die kann ich in jedem schweren Lehmboden pflanzen, gedeiht ausgezeichnet. Interessant, wie unterschiedlich die Ansprüche. Manchmal bedauere ich es fast, wenn die Pflanzen eben nicht so spezifische Ansprüche haben im Garten. Also, naja, lassen wir das Thema. Ja, geht auch unter den Briefkasten, schon gezeigt. Polystichum aculeatum, eben der gelappte Schildfarn. Also wintergrüne Farne sind etwas vom Dekorativsten, eben was ich im Kleingarten haben kann. Oder einer meiner Lieblinge, gucken Sie sich dieses Blatt an, von Helleborus foetidus, stinkende Nieswurz, ist ja auch nicht gerade ein einladender Name. Die Blätter und die Wurzeln stinken tatsächlich, die Wurzeln kann man trocknen und mahlen und dem Schnupftabak beisetzen. Ist ja ein Hahnenfußgewächs, also Schleimhautreizend, eben das wurde so gemacht, deswegen Nieswurz.
wunderschön gelbgrüne Blüten, die jetzt, wenn es milder ist, also heute Morgen hat die Amsel gesungen, dann wird Helleborus auch bald hellgrüne Brühen. Und das in Kombination mit diesem glänzend dunkelgrünen Laub. Geborgenheit, auch in kleinen Ecken, so ein kleiner Innenhof. Also hier ging es auch wieder darum, also mit ein paar Steinen die Hausecke, also den Innenhof zuzuwenden. Also durch das, dass die Energie nicht einfach um die Ecke verschwindet, indem ich das etwas vorgebaut habe, bleibt die Energie in diesem Innenhof erhalten. Also das sind so, gerade in Kleingärten sind diese gestalterischen Tricks, eben, wir werden wahrscheinlich mehr hören davon, sind unglaublich wichtig oder noch wichtiger als in großen Gärten. Weil wenn es nicht stimmt mit der Energie und der Geborgenheit, dann gibt es auch keine anderen Gartenecken, den ich aufsuchen kann. Oder das war ziemlich hässlich, also bevor wir da was gemacht haben, eben so eine Backsteinmauer und eine Zementmauer und davor eine Linde und sonst einfach rechte Winkel. Um diese Linde herum sozusagen ein Sitzbänklein geschaffen, so halbschattig und auch da wieder mit vielen Wintergrünen. Ja, Detailaufnahme, also Kleinstgärtchen, es braucht nicht viel Raum, also Sie sehen, man kann doch recht viel anstellen. Ja. Ah, die Katze ist Kunst, die ist nicht echt. Ja, ich glaube, da bin ich auch schon am Schluss meiner Bildchen angelangt, da haben wir noch etwas Zeit zum Diskutieren. Eben solche Kleinstgärtchen, ich liebe es, wenn also der Mauerfuß dieses Hauses ist auch aus Kalkstein und dann einfach sozusagen weiterzufahren, das Haus nach außen zu verlängern, in den Garten zu verbinden, zu verknüpfen und der braunstielige Streifen fahren und die Hirschzunge, also eben die Hirschzunge hat es am liebsten, wenn sie zwischen zwei Steinen eingezwängt ist. So dann kann sie, wie man sieht, ihr Optimum entfalten. Ja, vielen Dank, dass ihr mitgekommen seid auf diesen kleinen Spaziergang durch kleine und kleinste Gärtchen. Möge es die eine oder andere Anregung gegeben haben.